So, wir sind wieder live drauf hier am Mofa-Schädelstand bei der Verstärkermesse in Erlangen, hier 2011. Und wir haben schon wieder einen neuen Gast hier, und zwar von der Dada-Jugend Polyform. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Holger, der Gitarrist von Dada-Jugend, und ja, hi. Ihr habt gerade eine neue Platte rausgebracht. Richtig, genau, die heißt Louis de Marsal und die kam im März raus und die ist jetzt da. Die ist da, die kann man dann auch irgendwo bekommen. Ihr seid ja auch nicht beim Mofa-Schädel, sondern auch bei Auf die Plätze. Ich frage mich ja manchmal, welche Bands sind eigentlich beim Mofa-Schädel, außer der Mountain Picnic Massacre. Die bringen gar keinen vorbei, der hier interviewt werden kann. Ich muss ja immer andere anschleppen. Aber vielleicht ist eine gute Möglichkeit, mal Leute abzuwerben. Genau, richtig. Ich kann euch die Dada-Jugend Polyform wärmstens empfehlen. Ja, was machst du heute noch so hier? Ihr tretet nicht auf. Nee, wir treten nicht auf. Wir sind einfach mit auf die Plätze hier. Und ja, ich werde mir ein paar Bands anschauen. Zum Beispiel Wings of Love oder so. Und ja. Ich glaube, Wings of Love wird sehr, sehr voll werden. Da, also wer noch Lust hat, hier vorbeizukommen bei der Verstärkermesse, heute bis 21 Uhr sind die Konzerte kostenlos. Eine ganz, ganz tolle Ausstellungsfläche hier am Mofa-Schädelstand. Einfach mal vorbeikommen. Wir freuen uns auf euren Besuch. Okay, bis zum nächsten Interview.